So, hallo Freunde, willkommen im nächsten Teil von meinem Let's Play Star Trek Voyager Lead Force. Ja. Also es ist Samstag, 9.11 Uhr. Und wir waren hier im letzten Mal stehen geblieben bei den Hirogen. Falls ihr das nicht verstanden habt, Hirogen. Tür bleibt offen. Keiner was gesehen. Das ist meistens die bessere Lösung. Mich verschwinden zu lassen. Und Garen, da wäre es voll. Jo. Na dann. Auf ins Gefecht. Ach, das habe ich voll. Hier geht's nicht durch. Mitnehmen. Hier drin war auch noch gewünschter Gewehre. Ach man, jetzt sind sie weg. Dann muss ich jetzt hier runter. Ja auch bin in Höchstform. Ja, mein Maus spinnt rum und ballert weiter, obwohl ich den Knopf überhaupt nicht mehr drücke. Auch mal nett. Entschuldigung. Es ist sehr früh, mir versagt meine Stimme. Und ich kann mal wieder gar nichts. Also eigentlich wie immer. Und da unten ist jetzt unser Freund. Ja, Sir. Ich kam in einen Hinterhalt. Waffen. Kommunikator. Genommen. Sie nicht gesehen. Sparen Sie sich Ihre Kraft, Tom. Ich beame Sie hier raus. Monroe an Foster. Ich habe Odell gefunden. Er ist ziemlich verletzt. Ich beame ihn mit seinem Isodesium zurück zum Extraktionspunkt. Verstanden, Foster Ende. Monroe. Warten. Ich muss noch eine weitere Probe von dem Isodesium nehmen. Keine Sorge, Tom. Ich hole es. Seien Sie vorsichtig. Hinterhalt. Ja, mach mal Duden. Da stand aber... Ich hole. Monroe hat gesagt, ich hole es. Und da unten stand, ich hole sie. Kiste. Fläche Gewässer voll. Mit meinen wunderbaren Skills kann ich im Ecken schießen. Stirb doch. Okay, dann müsst ihr gleich. Hat George. Oh, es funktioniert ja auch. Na, kommst du her? Feigling. Boah, ey. Willst du mich verarschen? Hey.
Jetzt aber. Ich lass mich doch nicht einfach. Geh doch mal weg. So, jetzt muss es... Genau. Monroe und Foster, ich habe das letzte Stück Isodesium gefunden. Zwischen uns liegt eine riesige Fläche. Es gibt eine Art Kransystem, aber der Kontrollraum liegt auf der anderen Seite. Warten Sie einen Moment, Alex. Ich glaube, ich weiß, wo Sie sind. Ich bin gerade da gewesen. Moment! Okay, ich bin da. Ich sehe die Kontrollen. Nur eine Sekunde. Oh, guck mal hinter die Tasse. Telsia, hinter Ihnen! Ich will Sie lebend! Was ist da unten los? Ich habe Phaserschüsse gehört. Telsia ist gefangen genommen worden. Ich muss sie retten. Verdammt. Okay, Monroe, aber seien Sie auf der Hut. Wir können es uns nicht leisten, noch jemanden zu verlieren. Wenn Sie sie nicht retten können, kommen Sie sofort zurück. Keine Sorge, Sir. Ich werde Sie retten. Monroe, Ende. Ja. Da, dann machen wir mal. Nehmen wir uns unser schönes Phasergewehr. Hier muss irgendwo noch Waffenenergie sein. Das Kristall da ist weg. Was? Keine Waffenenergie? Hopp. Dann hier hochklettern. Nubi, nubi, nub, nub, nub. Hopp. Ist der Kran halt erstmal an. Ach, hat er den Kran mit Energie versorgt? Ups. Können sich wohl keinen Warp-Kern leisten. Und erstmal fix. Bäh? Also ja. Die Verwirrung. Ja, ich bin auch ganz verwirrt. Jetzt lieben gerne erschießen. Da geht's lang. Das Symbol, das ihr da auf den Türen seht, das ist das Symbol eines Imperiums aus einer anderen Realität. Aus einem Paralleluniversum. Morgen. Das stammt aus der... Sie schon! Wer ist dran? Aus der Serie Star Trek Enterprise, hey. Und auch Star Trek... Was war das? Hört sich an wie die kaputten Türen dort drüben. Ich weiß nicht, ich denke, wir überprüfen das besser. Geben Sie auf oder sterben Sie! Fuck, jetzt haben Sie mich gesehen. Wir sind jetzt natürlich alle da.
Lebensenergie. Wo war die Lebensenergie? Heute? Haut bloß ab. Ah, hier erstmal Waffenenergie, Kristalle. Und hier irgendwo war auch noch ein Lebensenergie-Terminal. Das zu. Das kriegt man leider nicht kaputt, das Kraftfeld. Ah, hier ist erstmal Kontrollschalter. Haben wir schon mal einen Tür öffnen? Da ist Lebensenergie. Dann ist jetzt irgendwo eine Tür aufgegangen. Ich weiß leider nicht mehr wo. Die ist hier, glaube ich, ausgegangen. Ja, genau. Gute Nacht. Und hier runter. Dann hier durch. Hier muss ich hoch, dann hören wir ein Gespräch zu. Hey Spider, lass die Überkreuzung noch in Ruhe, sonst geht der Konverter in die Luft. Ja, ja, Chris, ich habe es unter Kontrolle. Nur noch ein paar Sekunden. Also haben Sie diese Frau beim Versuch, unser Isodesium zu stehlen, gefangen. Sie hatte eine ganze Tasche voll davon. Was? Woher kam sie denn? Niemand weiß das. Aber Doc Reach hat sie unten auf der Krankenstation für ein paar Fragen. Okay, alles klar hier. Super! Los, Ren. Gehen wir zurück zu dem Konverter, den uns die Knitterköpfe gegeben haben. Hey, Spider, wenn du uns für irgendetwas brauchst, brüll einfach. Ja, ja. Besser ruf Hilfe. Denn die wirst du gleich brauchen. Hm. Ich hätte ihn noch wegschnappen können, aber so ist schöner. Das hier ist ein Reaktor, ein Impulsreaktor. Aber naja, es war einmal einer. Und jetzt sagen wir bye bye Reaktor. Kaputt. Zack. Die Zeit fehlt mir. Bam. So. Aber das war's auch schon für diesen Teil. Wir sehen uns dann im nächsten Teil, der gleich drankommt. Also, bis denn dann. Ciao, ciao.